Ich grüße euch recht herzlich. Sicherlich habt ihr schon etwas über Elfen und Feen gehört. Und immer wieder sind wir von diesen Wesen fasziniert. Elfen sind Lichtgestalten oder Naturgeister. Sie stammen aus der nordischen Mythologie. Den Menschen stehen sie sehr viel näher als den Gottheiten. Elfen werden auch Albe oder Elben genannt. Die Elfen können sowohl weiblich als auch männlich sein. Bei den Elfen sagt man nach der modernen Fantasieliteratur, dass sie meistens gute, friedfertige und naturverbundene Wesen sind. Es gibt wesentlich mehr positive als negative Darstellungen der Elfen. Bei den Tolkien, der Fantasiewelt, sind die Elfen als bessere Menschen konzipiert. Jedoch bei besserem Hinsehen weisen sie die gleichen charakteristischen Unzugänglichkeiten und Fehler auf, die auch bei den Menschen zu finden sind. Nach romanischer und keltischer Volkssage handelt es sich bei den Feen um Fabelwesen, die mit höheren Kräften begabt sind. Feen jedoch werden als besonders schön, heiter und nicht alternd beschrieben. Darüber hinaus gelten sie als glückbringende Wesen. All das spiegelt sich wieder, indem sich die Feen in ihrem Wesen her sich dem Guten verbinden. Schon in unserer Kindheit hören wir die schönen Geschichten von der guten Fee. Da gibt es zum Beispiel die Zahnfee. Oder bei der Geburt kommt die gute Fee, um dem Neugeborenen ein gutes, schönes Leben zu schenken. Auch bitten wir, wenn der Kontakt zu einer Fee entsteht, um Hilfe. So stellen wir uns vor, dass die Fee mit ihrem Zauberstab in der Lage ist, uns drei Wünsche zu erfüllen. Leider kann weder ein Entstehungsort noch eine Entstehungszeit festgestellt werden. Es gibt tatsächlich Menschen, die diese Naturgeister sehen können. Sie werden in der Natur gesehen, wo sie ja auch zu Hause sind. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und denkt daran, wie ihr in der Natur an einem schönen Ort seid, also wenn ihr in der Natur an einem schönen Ort seid, an diese schönen, zierlichen Wesen zu denken. Wer weiß, vielleicht habt ihr, du, die Gabe, etwas zu sehen oder im sanften Raunen des Windes etwas zu hören. Ich persönlich, ich finde es schön, wenn man auch an diese wunderbaren Fabelwesen glaubt. Herzlichst, eure Deria.